Hi zusammen, ich hoffe euch geht es allen gut. Bei mir weihnachtet es schon ein bisschen, wie ihr seht. Ich habe schon die Weihnachtsbeleuchtung. Ich wollte heute ein Video über das Thema Extremhunger machen. Ich habe euch ja auf Instagram gefragt, was euch mehr interessiert, und es waren wirklich mehr, die gesagt haben, sie hätten gerne ein Video zu dem Thema extremer Hunger oder Extremhunger. Heute ist gerade 4 Monate, wo ich mich dazu entschieden habe, all in zu gehen oder eben auch mit der Recovery zu starten. Und irgendwie ist es für mich, ich habe das Gefühl, es ist schon viel länger, aber wenn ich so denke, es sind erst 4 Monate und darum passt dieses Thema wirklich gut. Also, das erste, was ist überhaupt extremer Hunger oder was ist Extremhunger? Also es sagt es ja schon, diese 2 Wörter, extrem und Hunger. Es ist ein unbändiger und nicht aufhörender Hunger, der immer mehr Nahrung will und nicht aufhören kann, also der auch nicht stoppen kann. Und man hat dann auch irgendwie das Gefühl, dass die Kontrolle entzogen wird. Egal wie viel und was man isst, man hat einfach das Gefühl, dass man nicht aufhören kann zu essen. Man fühlt sich auch nicht satt, weil ich weiß, wie belastend das auch sein kann, dieses Gefühl zu haben. Aber ich kann dir versichern, es ist ganz normal, wenn man von einer Essstörung kommt. Wenn man eine Essstörung hatte, sei es Magersucht, sei es Bulimie, sei es einfach ein gestörtes Essverhalten, sei es zu wenig essen, restriktiv sich ernähren. Und wie gesagt, es ist normal, fühlt euch nicht alleine, ihr seid nicht die Einzigen. Das haben schon ganz viele erlebt, inklusive mir. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe auch jetzt immer noch diese Phasen, wo ich echt merke, dieser Extremhunger ist immer noch hier. Und er kommt auch immer wieder mal. Es ist ja so, dass ihr eurem Körper eine viel zu lange Zeit einfach zu wenig Nahrung, zu wenig Essen gegeben habt. Und ihr habt euren Körper so auch aus dem Rhythmus gebracht. Und er will jetzt das alles wieder zurückhaben, indem er mit diesem Extremhunger reagiert. Oder auch im Falle jetzt gerade der Bulimie, wie das bei mir war. Ihr habt ja da auch das Essen wieder losgeworden, indem ihr vielleicht erbrochen habt oder indem ihr überkompensiert habt mit Sport. Da hat der Körper auch viel zu wenig gekriegt und so entsteht dieser extreme Hunger. Ihr habt euren Körper so auch schlecht behandelt und er will das jetzt alles wieder zurückhaben. All diese Lebensmittel, die ihr ihm über diese lange Zeit verwehrt habt, die ihr eurem Körper nicht gegeben habt, wenn er danach gerufen hat und ihr dann stattdessen gar nichts gegessen habt oder indem ihr ihm dann etwas anderes gegeben habt, das er gar nicht wollte, das vielleicht einfach weniger Kalorien hatte oder das einfach gesünder war. Und so will er sich das alles zurückholen und natürlich nicht in einem normalen Essverhalten, sondern in einem Extrem. Ich wollte am Anfang auch probieren, intuitiv zu essen. Also ich habe es auch ausprobiert, indem ich gesagt habe, so, ich ernähre mich jetzt einfach intuitiv, aber das hat bei mir gar nicht funktioniert, weil wenn ich wirklich mich damit auseinandergesetzt habe, was habe ich jetzt Lust, was möchte ich essen, habe ich das dann gegessen und ich hatte danach immer noch einen Bärenhunger. Es hat sich immer noch angefühlt, als hätte ich ein Loch im Magen. Und das ist auch wieder das Gleiche mit dem Vergleichen, wenn du mit jemandem am Essen bist, mit deiner Familie oder mit deinen Freunden und du isst zum Beispiel eine Portion Pasta und du könntest danach nochmals 3 Portionen essen und die anderen sind satt, aber du hast das Gefühl, ich bin immer noch so hungrig und ich habe immer noch so ein Loch im Bauch, dann ist das eben dieser Extremhunger. Und da kann ich dir auch sagen, vergleiche dich nicht, weil denke immer daran, du hast das Problem, du hast die Essstörung, du willst davon heilen, die anderen haben das nicht. Und
da musst du einfach durchgehen. Durch diesen extremen Hunger musst du durchgehen. Wenn du auch Angst hast vor der Gewichtszunahme, ja, kann ich verstehen, hatte und habe ich auch. Aber wie gesagt, da musst du durch. Wenn du ein normales Essverhalten zurückerlangen willst, wenn du aus der Essstörung raus willst, dann gibt es keinen Weg an dem vorbei. Das Gewicht wird auch mit der Zeit sich stabilisieren. Es wird vielleicht auch ein bisschen zurückgehen. Also nicht, dass du dann wieder ins andere Extreme reinrutschst oder so. Aber es wird wirklich einen Setpoint geben und dort wird sich dann dein Körper auch ganz wohl fühlen und das wird dann einfach das Gewicht für deinen Körper sein. Aber wie gesagt, ihr müsst durch diesen extremen Hunger durchgehen. Ich kann euch da auch leider nichts anderes sagen. Ihr müsst da wirklich einfach durch. Geht durch diese Angst, geht nicht an ihr vorbei, weil der Prozess wird, wie gesagt, verlängert. Es dauert nochmals ein Jahr, wie bei mir. Es dauert nochmals 2 Jahre. Es dauert dann vielleicht nochmal ein halbes Jahr, bis du dann wirklich begreifst, es gibt keinen Weg an diesem extremen Hunger vorbei. Und anfangs habe ich mich gar nicht so mit diesem Thema befasst, weil ich dachte, ja, ich habe Essanfälle oder so. Aber das ist auch zu unterscheiden. Gerade in einer Heilungsphase von einer Essstörung sind das keine Ess- oder keine Fressattacken und du musst da auch keine Angst haben, dass du Binge-Eating hast oder so. Nein, das ist einfach der extreme Hunger. Dein Körper braucht diese Nahrung, diese Nährstoffe, dieses Essen und gib ihm das auch zurück. Und auch wenn er einen Burger will oder auch wenn er Kekse will oder auch wenn er 3 Waffeln möchte oder irgendetwas, gib ihm das. Ich finde, wenn du deinem Körper so lange alle diese Lebensmittel nicht mehr gegeben hast, dann gib ihm sie wenigstens jetzt in deiner Heilungsphase wieder zurück. Und dieser Hunger wird wirklich aufhören, weil kein Mensch in dieser Welt kann irgendwie jeden Tag 8000 Kalorien oder so essen. Das geht gar nicht. Aber in dieser Phase ist es wichtig, es zuzulassen. Also ich hatte auch vor allem am Anfang Tage, da konnte ich locker 6.000 oder 7.000 Kalorien essen. Ich habe eben, wie gesagt, auch jetzt immer noch diese Tage, diese Phasen, wo ich einfach merke, mein Körper braucht das jetzt und er braucht jetzt halt einfach auch mehr. Aber es wird auch zurückgehen, weil irgendwann ist dein Körper und vor allem auch dein Kopf, also deine Psyche, satt. Weil das ist auch, es gibt ja einen psychischen, also einen mentalen Hunger und einen körperlichen Hunger. Und es ist wichtig, diese beide zu stillen. Und nur schon, wenn du auch an Essen denkst, ist es wichtig, dass du dann etwas isst. Das habe ich mir auch immer wieder gesagt. Also wenn ich zum Beispiel auf dem Sofa lag und ans Essen denkte, dann habe ich mich manchmal auch zwingen müssen, jetzt noch etwas zu essen. Oder manchmal musste ich mich auch nicht mal zwingen, weil ich wusste, ich muss jetzt noch etwas essen. Weil das ist mein mentaler Hunger, aber der geht auch in diesen extremen Hunger rein. Und darum ist es wirklich wichtig, dass du auf deinen Körper hörst, weil du kannst auf deinen Körper hören, du kannst auch auf deinen Körper vertrauen. Du würdest dir nicht diese Videos anschauen über Recovery, Essstörungen, extremer Hunger, Zunahme und so weiter, weil du weißt genau selber, was das Beste für dich ist. Und wenn du Hilfe und Unterstützung brauchst, melde dich bei mir, schreib mir eine E-Mail, schreib mir auf Instagram, schreib mir hier auf YouTube in den Kommentaren. Ich würde dich super, super gerne auf diesem Weg unterstützen. Und wie gesagt, manchmal ist es auch echt gut, wenn man mit jemandem darüber spricht, der selber diese Erfahrungen gemacht hat, der selber in diesem Thema zu Hause ist, der selber in diesem Thema, ja, eben auch lange ein Problem hatte und es ist wirklich wichtig, darüber zu sprechen. Ich kann es dir nur ans Herz legen und empfehlen. Ich hoffe, dieses Video hat dir ein bisschen eine Aufklärung gegeben über dieses Thema extremer Hunger. Du darfst mir, wie gesagt, gerne auch in die Kommentare schreiben, wenn du selber mit diesem Thema auch Erfahrungen gemacht hast oder wenn du selber vielleicht auch schon geheilt bist von diesem Thema. Lass es mich wissen, es würde mich außerordentlich freuen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich wünsche dir alles, alles Liebe.
Bitte like das Video und abonniere auch meinen YouTube-Kanal, dass du kein Video mehr von mir verpasst. Und folg mir doch auch noch auf Instagram, dann können wir uns dort auch connecten, dann können wir uns dort auch verbinden. In diesem Sinne, alles, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Tschüss!